Was haben wir dazu? Sie hat sich verraten. Dummes Stück. Safety interlocks disabled. So. Das war falsch, ne? Jo. Wissen wir, ich wollte mich noch mal kurz umgucken da hinten. Aber ne, hier war nichts, okay. Ich sehe keine Türen mehr, also können wir das Ding theoretisch absprengen. Was faktisch mit der Absprengung funktioniert, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, das wird wahrscheinlich ein Ding auf Erwartungsebene sein dann nachher. Auch hier kann ich nicht ejecten. Aber mit ein bisschen Glück hat das gereicht, um hier unten dem System ein bisschen Dampf zu machen. Ich habe geringe Hoffnung. Ah. Beta. Ach, das waren zwei Bots. Better. Das glaube ich der einzige, der angeblich abgesprengt werden kann. Cyborg 82N. In response to recent regrettable incidents, I
have altered the sequence necessary to jettison Groves. One must now enable the jettisoning of all the remaining Groves before any single one can be launched. To jettison a single Grove, one must do three things. One, hit the jettison enable switch inside all remaining Groves. Two, activate master jettison enable in Gamma Quadrant. Three, pull the jettison lever in a specific Grove lounge to launch that Grove. Cool. Schön, wenn die Bösewichte am Masterplan einfach so überall rumliegen lassen. Master Jettison Enable not activated. Ja, aber man muss Beta loswerden, wie scheint, aus irgendeinem Grund. Ich glaube, das ist das, wo sie die Viren reingeschmissen hat. Ich glaube, ich erkunde erstmal den Bereich hinten und dann muss ich in den Grove rein, das Ding da dingsen und dann anschließend dingse ich, ja. Wie auch immer du dich hast umbringen lassen. Haben wir eigene VR-Headsets. Oh, das ist schön. Das ist sehr schön, aber ich habe keinen Platz. Gut. Ein andermal. Aber ich weiß wenigstens, dass es hier ist. Beziehungsweise. Ist das Deus? Da droben Schränke. Ich muss besser aufpassen, ob ich irgendwo Schränke sehe. Okay, das scheint nicht Deus Raum zu sein. Laser ab hier. Aber ich habe schon einen. Weltraumlagen. Völlig zerwühlt. Ich weiß nicht, auf Dauer wäre das auch deprimierend. Man sieht ein ganz klein wenig vom Weltraum und ansonsten nur Raumstation und die Biokuppel. Irgendwo muss doch Diegos Büro sein. Ich meine, wenn man hier einen, okay, bei dem dann einen Chandelier davor schmeißt. Kann sein, dass seins vielleicht am Ende des Gangs ist, oder? Da ist die Abwurfkontrolle. Irgendwas Wichtiges muss da sein.
DNA kennt nur Menschen, die die Evolution erklimmen. Sehr einleuchtend. Das ist ganz schön viel. Okay, hier werden die Büros ehrlich gesagt kleiner als größer. Finanzchip. Bin mir nicht so ganz sicher. Vielleicht kann ich bei den Geldautomaten benutzen. Auch wenn er mir hier sagt, dass er Schrott ist. Ich benutze diese Dinger eigentlich nie. Die Dame muss so Kopfschmerzen haben. Wie peinlich, dass sie alle immer nur eine einzelne Münze dabei haben. Wenn sie denn überhaupt was dabei haben. Tatsächlich. Ich habe Geld gekriegt.
Diegos Büro. Da haben wir den Saftsack endlich. Naja, zumindest ein Büro haben wir. Frage ist, wo ist Diego selber? Weil das ist einfach nur eine Leiche, die da gelegen hat. Das ist genauso wie an einer anderen Stelle einer, der durch den Zaun gedrückt worden ist. Der ist schon seit einer Weile tot. Diego lebt noch irgendwo. Ich muss ihn nur finden. Ja, ich denke, du musst den Hacker beseitigen. Sehr nice, wie das so vorkommt. Der ist gut ausgerüstet. Dann nehme ich... Nee, das kann nicht sein Lagerraum sein. Ich hätte es vielleicht nicht unbedingt in die Luft jagen sollen, so finde ich Munition schwerer. Ist das ein Lichtschalter? Verfluchter Lichtschalter. Das war, um das Ding zu entriegeln, wie scheint. Was aber eigentlich offen ist. Bereits aktiviert. Ups, falscher Waffe. Den Hack habe ich durchgeführt, also. Ja, das ist der Raum am Ende des Dingens, aber... Die Tür wird hier nicht mal angezeigt. Es sind nicht viele Credits, die in diesen Accounts drin ist. Merkwürdigerweise. Ich meine, das sind... Ah, scheiße. Oh, hier die Kantine.
Ja, ich habe da gerade was gehört, irgendein von den Mutanten, aber. Und du. Ach, der ist tot! Oh. Weil er sich die ganze Zeit bewegt, dachte ich, das wäre noch ein lebendiger Mutant. Ist nur Schrott. Man kann ihn nicht als Waffe missbrauchen. Das war einer der Codes von den Monitoren. Okay, abgesehen vom Müll hier drin, würde ich behaupten, das ist nur für das Ding hier. Jetzt in den Raum, der mir eben gerade verschlossen war. Nee, Moment. Wo zum Geier gehe ich hin? Dass überhaupt noch in dieser Station irgendwas funktioniert, wenn überall die durchgeschnittenen Rohrleitungen sind. Oh, fuck it. Jetzt habe ich ein automatisches Sturmgewehr. Ich muss mal gelegen haben, was zu einem der Service Lifts und mir die restliche Munition holen. Magnesiumspitzen. Ich freue mich dessen. Ich habe keine Minen mehr. Ah, die Recycling Station. Dass ich sie auch noch mal finde. Ich sehe schon, der Knopf ist da zwischen den Lifts.
Oh, er gibt mir eine neue MP-Granate. Nice. Auf einmal weiß ich, wo das andere Tor anführt, aber das ist nicht von Bedeutung. Ich finde es interessant, dass sie mir keine Horden von Viechzeugen auf den Sack schickt. Aber ich freue mich, wir haben auf diesem Stockwerk die Dinger ausgeschaltet. Das heißt, fuck you. Sobald ich den Fahrstuhl finde, kann ich ihn benutzen, wie ich will. Der Mini-Roomba muss mir ja unbedingt auf den Sack gehen. Goldener Führungsspot. Ach, das ist der von Diego vorgestellte. Moment. Heißt das, ich begegne jetzt Diego? Das bitte schön für ein Ding. Das ist Diego. Das ist fucking Diego. Oh! Ich werde nicht an der Cyborg-Station wiederbelebt. Das ist ja eklig. Insect. Fuck you. Es gibt ein Achievement dafür, dass man ihn mit einem scheiß Säbel umlegt. Jetzt kann ich die Railgun gebrauchen. Ich hab zu spät gesehen, dass mein Lebensende hier am Arsch ist. Nee, ich glaube, ich mach mal Pause für heute.
Vielleicht, wenn ich meine, vielleicht muss man erst in die Knie spielen, kann dann quasi den finnischen Move dann durchführen. Ich weiß es nicht. Ich muss mir das beim nächsten Mal einfach direkt mal angucken. Das ist jetzt schon 4 Uhr morgens. Ich glaube, ich muss mal langsam was anderes machen. Das ist das Spiel. Aber hey, aber wir haben Diego gefunden. Das ist wirklich schon mal ein sehr schöner Fortschritt. Also sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und tüdelü.